Und mit unserem ersten Schiff der Nimitz-Klasse melde ich mich zurück zum Dienst. Willkommen bei Stellaris oder genau genommen Star Trek New Horizons. Ja, die Föderation baut aus, nämlich neue Schiffstypen. Das erste, was ich mir gönne, ist die Nimitz-Klasse, ein schwerer Kreuzer der Stufe 2. Der wird auf der Erde gebaut und soll unsere Gardeflotte verstärken. Wo ist die eigentlich? Wieso habe ich die nicht da? Ist jetzt ein paar Tage her. Ich war ein bisschen ausgefallen. Da haben wir... Ach, da haben wir die Gardeflotte. Die geht zurück ins Sol-System. Ach nein! Verdammt! Die war ja dran... Ach, da oben, das Projekt habe ich ganz vergessen. Mach das weiter, bitte. Ja, ansonsten bauen wir ja unsere Flotte aus. Ich habe gerade ein bisschen Busywork erledigt. Ich bin mal den Koloniendurchgang überall da, wo, hier seht ihr ja da, wo Arbeitslose waren, wo Upgrades möglich waren, habe ich mal eingegriffen. Ah, Ethikänderung bei den Zaktoren sind jetzt egalitärer geworden. Die örtlichen Rettungs- und Einsatzkräfte berichten, dass es in einem der öffentlichen Foren eine Explosion gegeben hat, bei der Menschen ums Leben gekommen sind. Alles, was wir im Moment wissen, ist, dass die Ingenieure des Planeten eine neue Sicherheitsinitiative installiert haben. Okay. Log updated. Also, die seltsamen IGA-Schesch ist verbessert. Allerdings werde ich die alten Forschungsschiffe außer Dienst stellen. Ich zeige euch auch mal kurz Flottenverwaltung, Schiffsdesigner. Ist hier noch die alte Franklin-Klasse. Und das ist die Malachowski-Klasse. Das werden die neuen Aufklärungsschiffe sein. Also die Forschungsschiffe. Ich will die alten hier alle ersetzen. Ach ne, hier Hoover war's. Mit der Hoover werde ich die ganzen alten Forschungsschiffe ersetzen, die deutlich mehr Leistung hat. Die kriegen natürlich eine Wissenschaftsstation. Das muss natürlich sein. Und ein Chemielabor. Ich glaube, ein Chemielabor kann nie schaden. EPS-Verteiler hauen wir nochmal rein. Ja, das reicht erstmal, glaube ich. So, mit dem Schiff will ich, mit der Hoover-Klasse will ich zumindest alle unsere Forschungsschiffe ersetzen. Die sind dann doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ich glaube, mit denen werde ich dann langfristig auch mehr Spaß haben. So, das die jüngsten seltsamen Ereignisse erfordern weitere Untersuchungen. Es wird berichtet, dass die Befehlscodes nicht mehr funktionieren und die Programme nicht mehr den Anweisungen folgen. Das könnte ein echtes Problem oder eine Bedrohung für unsere Zukunft darstellen. Wir müssen das dringend untersuchen. Das ist... Hier. Auf der Erde. Yep, die Untersuchungen laufen. Da bin ich mal gespannt. So, die Gardeflotte. Das untersucht, das war's. So, gab es da keine Anzeige zu dem Ereignis? Das war jetzt unspektakulär. Vielleicht, weil ich sie aus Versehen abgerufen habe und wieder... die Gardeflotte werden wir auf jeden Fall ins Sol-System zurückberufen. Soll mal schön... Soll mal schön hierher zurückkehren. Eine Ethikänderung bei denen, das interessiert mich jetzt auch nicht wirklich. Wir zoomen mal raus. Special Project complete. Ermittlung abgeschlossen. Unsere Untersuchungen sind abgeschlossen und wir haben ein abtrünniges Unterprogramm aufgedeckt, das den neuen Algorithmus zur Erkennung von Bedrohungen hervorgegangen ist. Während einige unserer Wissenschaftler glauben, dass es sich um einen Rechenfehler des leitenden Forschers handelt, sind andere Meinung, dass das Programm sich selbstständig entwickelt und gehandelt hat. So oder so müssen wir entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Ingenieurforschung erlangt, das wäre...
Ja, komm, wir lassen unsere Akademiker ran, weil ich will die Ingenieurforschung haben. Wo wir beim Thema sind. Künstliche, hypersonische Elemente. Alles klar, spannend. Ingenieurforschung. Wir nehmen mal die neue Komponente polarisiertes Hüllenpanzerungsrelais. Müsste auch relativ... Oh, Zinti und Romulaner sind im Krieg. Inan und Green sind im Krieg. Zinti, das dezente Reich. Ja, da sieht man, die Romulaner dehnen sich in die Richtung aus. Ich sag mal, wenn die ihre Wirkungssphäre da oben erstmal sehen, das gibt uns ein bisschen Zeit. Größte Problem sehe ich aktuell in den Cardassianern und den Klingonen. Wobei ich hier die Grenze ausbaue und die Klingonen von sich aus ja gegen uns noch keinerlei großen Aktionen gezeigt haben. Die Cardassianer sind da schon eher ein Problem. Darauf müssen wir achten. Oh! Standing by. Technology discovered. Die haben die Grenzen zu uns geöffnet. Das ist spannend. Phaser-Technologie-Durchbruch. Premierministerin Aoki Okada. Mein Name ist... Okay, sie spricht mit sich selbst. Und ich habe ein Team geführt, das sich mit fortschrittlichen Phaser-Waffentechnologien beschäftigt. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, also mir selber, dass wir einen bedeutenden Durchbruch erzielt haben, der uns eine Reihe potenzieller Anwendungsmöglichkeiten... Modulierte Phaser nehme ich natürlich. Ja, das... Oh. Was nehmen wir? Ich würde ja holographisches Projektionsraster nehmen. Spannend, spannend, spannend. Die Gardeflotte ist auf dem Weg zurück. KI-Durchbruch! Unsere führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer Reihe von Planetenlaboren und Universitäten haben einen wichtigen Durchbruch in dem Programm erzielt, das den Namen Control trägt. Einem Bericht zufolge war dies eines der leichteren Projekte, fast so als wollten die Geheimnisse gelüftet werden. Das ist fantastisch! Ich bin begeistert! So, die Flotte ist auf dem Weg zurück. Spaceport under attack. Oh, 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 kommt euch das bekannt vor? Besorgniserregende Berichte aus einer unserer Siedlungen, unserer automatischen Verteidigungssysteme, haben aufgehört, Befehle zu befolgen und sich gegen uns gewandt. Es scheint, als hätte Control die Kontrolle über unsere Verteidigungssysteme erlangt und sie auf uns gerichtet. Wir haben noch keine Nachrichten erhalten, aber es kommen bereits Berichte über Verluste herein. Wir müssen unsere Verteidigung verstärken und diese Übernahme abwehren. Berichte über eine abtrünnige KI-Flotte. Ich muss aber erstmal meine Gardeflotte aufrüsten. Ja, da müssen wir auch später ran. Die Gardeflotte wird aufgerüstet. Ja, wir klappen das hier mal ein, damit das mal übersichtlicher wird. Oh, sie greifen an. Construction complete. Ja, lasst mich Pause machen. Karriereentscheidungen zu treffen. Nach einer langen und angesehenen Karriere bei Vereinigte Föderation der Planeten ist es Zeit für Andoran Seema, um ihre Karrieremöglichkeiten und ihren möglichen Ruhestand zu prüfen. Oh. Nimm eine Lehrtätigkeit auf. Station under attack. Galaktischer Markt gegründet. Hat sich im Orion-System etabliert. Ja, da konnte ich nicht mithalten. Wir haben aber erstmal Ingenieurforschung. Military Station lost. Oh, Leute, du warst eben auf Pause. Sternbasenkapazität plus 2. Ach du Alarm. Ja, zieh dich zurück.
Hat 14.300 Kampfkraft. Ist ausgeglichen. Jetzt kommt mir doch nicht mit einem Erstkontakt, ihr Lappen. Mann, 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 Mann. Gut. Aoi Akoda hat. Das passt ja. Hier, guck mal, wenn wir es auf lärmgierig setzen, Baukosten, Forschungsschiffe minus 15%. Wir wollen ja in der Richtung eh umbauen. Der Rogue AI, das ist die Flotte, gegen die wir da gerade kämpfen. Dritte Föderationsflotte ist jetzt erstmal im Einsatz vermisst. Da werden wir wohl nie einkriegen. Der Posten ist verwaist und bleibt verwaist. So. Den Kampf wollten wir uns ja ansehen. Ja komm, hau rein, Martina Schäfer. Die will wieder an so einem Wettkampf teilnehmen. Oh, schön. Freut mich für sie. Unsere Station macht das. Sieg über die Control. Herzlichen Glückwunsch. Unsere tapfere Crew hat es geschafft, alle feindlichen Schiffe zu besiegen, die von der KI Control übernommen wurde. Das Führungsschiff NCIA 93 ist noch intakt und unsere Wissenschaftler glauben, dass noch genug von den ursprünglichen Systemen übrig ist, um das Schiff zurückzuerobern und es der Flotte hinzuzufügen. Technology discovered. Da gibt es doch bestimmt ein Spezialprojekt, das gucken wir uns mal gleich. Oh, neuer Schiffstyp, Tarnkappen-Eskorte. Wir haben jetzt ein Tarnkappenschiff. Hauptmaschinenraum, Konsole 2. Ach, können wir gar nicht. Es ist nur, ach, weil das erforscht wurde, wo, sind wir automatisch in den Modus gekommen. Herr Husnock. Ja, dass die dritte Flotte jetzt so Verluste... Die werden wir... Aber mal alle... geschmeidig. Ah, oh, geht nicht. Wie machen wir das jetzt? Das Schiff, den leichten Kreuzer 3A können wir noch hinzufügen. Kann da ein Forschungsschiff mit drin? Ja, das Forschungsschiff werden wir mal auflösen. Sind wir bei 94 Befehlskapazität? Ach, das reicht ja immer noch nicht. Da haben wir das Tarnkappenschiff. 3A, das ist doch eh so ein veralteter Schrott, oder? Wir gucken mal durch. Wir haben Fregatte 2. Das sind alles uralte Schiffe. Hier Prototyp Jagdgeschwader. Das kann aufgelöst werden. Yorktown-Klasse würde ich nochmal lassen. Magie-Klasse. Hat 438. Komm, die werden wir mal auflösen. Die Tarnkappen-Eskorte können wir gar nicht auflösen. Komm, Charles Chip Tucker, der Dritte. Kriegt das Schiff. So, was ich eben geändert hatte, das Schiff war schon der Gardeflotte zugeteilt. Das hat es nur nicht rechtzeitig angezeigt. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir unsere Flotten wieder auf Stand bringen. Die dritte Föderationsflotte ist natürlich arg angeschlagen und runtergewirtschaftet. Ich werde auch alle alten Schiffe langsam aussondern. Die werden alle gegen neue ausgetauscht. Aber jetzt gucken wir erstmal die Kessorg. Ja, komm. Ihr dürft eine Botschaft eröffnen. Das nehme ich gerne an.
Ja, hier oben ist immer noch der untätige Anführer. Ich habe nämlich dadurch jetzt zwei Admiräle verheizt. Ich wollte Brumm, Bumm, Bumm, Kral eigentlich als Admiral des Tarnschiffs. Wobei ich immer noch überlegen bin, ob es nicht die sinnvollere Variante ist, das Schiff wirklich separat zu führen. So, wir haben es doch mal rausgeführt. Ich will das Tarnschiff separat haben. Die USS Enterprise NCC 1701 in Dienst gestellt. Die USS Enterprise NCC 1701 war ein Raumschiff der Constitution-Klasse der Föderation im 23. Jahrhundert, das von der Sternenflotte betrieben wurde. Im Laufe ihrer Karriere wurde die Enterprise zum berühmtesten Raumschiff ihrer Zeit. In ihren 40 Dienst- und Entdeckungsjahren nahm sie durch Aufrüstung und mindestens zwei Nachrüstungen an zahlreichen Erstkontakten, militärischen Einsätzen und Zeitreisen teil. Ihren größten Ruhm erlangte sie durch eine fünfjährige Mission 2265 bis 2270 unter dem Kommando von Captain James T. Kirk. Wir sind gut im Rennen. Wir machen mal Pause. Das wird die Tarnflotte. Die wir wie geplant hier stationieren werden. Damit will ich vielleicht Schläge hinter den Linien der Cardassianer betreiben. Na, schauen wir mal. Es könnte interessant werden damit. Wir haben natürlich jetzt hier die Enterprise. Übertragen wir sie Charlesship Tucker dem Dritten? Wir hätten dann noch Adrash, Bent, Effel. Ja komm, Charlesship Tucker der Dritte ist jetzt Kommandant der Enterprise. Kampfstärke 5000. Das ist doch mal an Bord. Das ist doch mal an Bord. Was machen wir mit ihr am besten? Wie setzen wir sie ein? Hat aktuell noch keine Heimatbasis. Ich würde sie erstmal nach Vega schicken. Die Gardeflotte hingegen. Die ist ja jetzt erstmal im Upgrade-Verfahren. Die erste Föderationsflotte, die haben wir hier. Die haben wir natürlich. Die IGS-Chef. Was machen wir mit der IGS-Chesh? Ich würde fast sagen, auflösen. Haben wir hier in der Nähe irgendwas, wo wir nochmal ein bisschen Forschung betreiben können damit? So als letzte Mission. Da. System ist bereits erkundet. Ach komm, wir lassen sie eine letzte Reise machen. Dann werden wir sie verschrotten. Ach, scheiß drauf. So, die IGS-Chesh ist damit Geschichte. Madena, ja komm. Mittlere Antwort. Das muss mal reichen. Was bauen wir hier gerade? Schiffswerft? Nichts. Wir haben ein Forschungsschiff 3.
Das muss ich mir mal angucken. Schiffsdesigner. Forschungsschiff 2 habe ich gesehen, aber 3? Oh, hallo! Ah! Ist natürlich auch gleich teurer. Hat dafür deutlich bessere Panzerung und deutlich bessere Schilde. Wenn ich jetzt noch das Chemielabor und eine Wissenschaftsstation hinzufüge, ist das natürlich auch schön teuer. Ja, komm. Forschungsschiff 3. Ach, wir können einen Tarnkappen-Eskort auch bauen. Eieiei, das öffnet neue Welten. So, die Cardenas-Klasse. Das wird unser neues Forschungsschiff. Und auf der Erde... Ne, wir haben ja hier unten jetzt die... So. Die Tarnkappenflotte kriegt hier unten dann auch gleich das nächste Schiff. Das werden wir mal ein bisschen ausnutzen. Technology discovered. So, wir machen mal Pause. Technologie entdeckt, Gewebedistriktverbesserung, Handel. Warpfähige Frachtschiffe, die riesige Mengen an Waren zwischen den Welten transportieren, sind das Lebenselixier der Wirtschaft. Wir erforschen mal etwas Neues. Komm, Marco Detachment haben wir noch offen. Da haben wir eine Forschungsstation gebaut, das können wir mal ausblenden. Ulianer und Ferengi haben eine Migrationsabkommen. Ja, und die Ferengi breiten sich bei uns weiter aus. Ja, das System müssen wir noch angehen. Rogue AI. Da müssen wir ran. Hier unten. Ne, da konnten wir nichts Neues bauen. Da kann man nicht ran. Ja, wir werden hier mal einen Außenposten bauen. Und Valakis werden wir auch einen Außenposten bauen. Und... Ach, da fehlen uns Legierungen, aber... Wir holen uns das System auch noch. Ich will die Orioner ein bisschen einschnüren. Ach nee, 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 nee. Wir schicken das Bauschiff schon mal hier hoch. Zendi Sabu wollen wir uns ja zurückholen. Muss ich nur darauf warten, dass die Garde... Oh, die ist voll... Wieso steht da, kann aufgerüstet werden? Egal. Komm. Die Gardeflotte macht sich auf den Weg ins Zendi-Sabu-System, um zurückzuholen, was des unseren ist. Bin ich mal gespannt, was da auf uns wartet, quasi. So, die glorreiche Flotte ist auf dem Weg. Hier bin ich mal gespannt auf das neue. Ach, hier wollte ich ja die Flotten zusammenlegen. Die erste Grenzflotte. 5400 Kampfstärke, das ist natürlich gar nichts. Auch da müssen wir dann noch zusehen, dass da ein bisschen was rumkommt. Die Frengi breiten sich ja auf Vega aus. Das wäre doch eigentlich auch ein...
Construction complete. Ah, mit unseren getarnten Schiffen können wir auch, ja, ist logisch. Wir können auch geschlossene Grenzen durchfliegen. Das wird spannend. Ach. Ein Horchposten. Das klingt spannend. Gerade für den Bereich unten zu den Klingonen hin. Oh, Sedwick kann neue Eigenschaft halten. Dann nehmen wir natürlich Aggressivität, mehr Feuerrate. Das ist nämlich die gute Gardeflotte. Die Enterprise ist mal hier. Ist ja was? Wir schicken mal die Enterprise in das System. Die soll sich das mal ansehen. Wieder eine verfügbare Tradition. Hier würde ich mal erstmal Offensive. Code knacken plus 1. Sektion 31 will ich ja ausbauen, weil mir darf sowas nicht nochmal passieren, wie mit den Klingonen unten, dass ich blind reinlaufe in eine vollkommen überlegene Armee, ohne es zu wissen. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Gardeflotte kommt ja gleich danach. Aber erstmal Sozialforschung. Bewohnerwachstum von Immigration. Schneller wachsende Planeten, also Systeme, das ist natürlich besonders interessant. Oh, eine neue 3-Jahres-Mission erwartet dich. Weltraummissionen sind der Höhepunkt der Forschung und Entdeckung und bringen das Beste hervor, was ein Reich zu bieten hat. Die Schiffe, Besatzung und Kapitäne eines Reichs werden der 3-jährigen Mission auf die Probe gestellt. Ziel ist es, ein neues Leben und neue Zivilisationen zu erforschen. Und sich dorthin zu wagen, wo noch kein Mann, keine Frau und kein Außerirdischer zuvor gewesen ist. Geht tapfer! Das wär natürlich richtig geil für die Enterprise. Einen heldenhaften Ingenieur senden! Yep, wir schicken Charles Strip Tucker den Dritten. Da muss er aber hier leider ach, hinten Gamma Eridiani. Ja, wir schicken die Enterprise sofort. Dafür haben wir ja die Enterprise. Das 3 Jahre wird Charles Trip Tucker der Dritte unterwegs sein. Um Sandy Sabu kann sich auch unsere Gardeflotte kümmern. Oh. Axana-Sektor hat eine neue Stufe erreicht. Das bedeutet jetzt, neue Gebäude sind freigeschaltet. Sternflottenakademie 2, Föderationsdiplomaten sind freigeschaltet. Wieder ein Gesandter mehr. Ach, das ist schön, das ist schön. Das freut mich. Das ist immer schön. Oh, hier, die Fraktionen können wir mal ausblenden. Das ist halt das Geile an dem Spiel, was ich so liebe momentan. Ihr lernt mit mir gerade das Spiel. Also da steckt so viel drin, das ist so geil. Und ich kann echt nur sagen, lasst euch von dem Umfang nicht abschrecken. Wenn ich darin komme, dann kommt ihr da auch rein.
Ja gut, ich habe einen Vorteil, ich kriege über die Kommentare dann immer noch mal Tipps zu stellen, die ich nicht verstanden habe. Aber hey, ihr könnt ja auch Fragen in die Kommentare stellen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, der Rat trifft sich natürlich wieder genau in dem Moment, wo wir die Mission starten wollen. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal den Fortschritt bei den Bajoranern uns an. Oh, die Bajoraner treten bei. Das ist doch mal ein geiler Abschluss der Folge. Der Beitritt zur Vereinigten Föderation der Planeten ist ein langer und detaillierter Prozess. Während grundlegenden Prinzipien oft früh zugestimmt wird, benötigen die Details der rechtlichen Rahmenbedingungen der Föderation, die Handelsregelung und die Abgaben an die Föderation erhebliche Investitionen in Zeit und Material seitens der Föderation, um Fortschritte in den Verhandlungen zu erzielen. Kela Dell, erste Ministerin, begleitet die Ratssitzung und ruft zu weiteren Investitionsseiten der Verwaltung von Aoi Okada, Premierministerin, sodass der Beitrittsprozess weiterhin reibungslos abläuft. Ach ja, komm, heißt das bajoranische Volk willkommen. Tausende Delegierte aus der ganzen provisorischen bajoranischen Regierung. Eieiei, das Ad-hoc-Übersetzen ist manchmal ein Ding. Haben sich in der großen Ratshalle auf der Erde versammelt, um den Beitrittsvertrag formell zu unterzeichnen, der Bajor in der Föderation willkommen heißt. Erste Ministerin Kela Dell steht Seite an Seite mit Premierministerin Aoi Okada und den Anführern der anderen Mitgliedselten, während Milliarden Individuen in der ganzen Föderation das historische Ereignis an öffentlichen Orten und zu Hause verfolgen. Heißt die Bajoraner willkommen. Ich bin begeistert. Und ich würde mal sagen, mit diesem Höhepunkt beenden wir diese Folge. Das ist doch mal geil. Die Musik passt auch gerade so wunderbar in den Hintergrund. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lebt lang und im Frieden. Haut rein.